Er ist dotiert mit 5000 Euro. Er geht an Martina Radke von der Ostsee-Zeitung und die Laudatio hält aus der Jury die freie Journalistin und Medienexpertin Brigitte Betz. Ja, die Fast Dispatch Logistics Germany hat keine Internetseite, sie hat keine Telefonnummer, aber einen sehr schicken englischen Namen. Sie ist eines jener Subunternehmen, die Amazon mit der Paketzustellung in Mecklenburg-Vorpommern beauftragt hat. Und obwohl weder Amazon noch das Zustellergewerbe an sich noch einen Ruf zu verlieren haben, setzte die Fast Dispatch Logistics Germany noch einen drauf. Sie lockte Menschen aus Osteuropa nach Deutschland und nutzte ihr Unwissen aus. Behielt Teile der Löhne ein, deklariert als Schadensersatz, ließ es geschehen, dass überhöhte Mieten für Unterkünfte bezahlt wurden, ließ Überstunden unentlohnt. Mehr noch, wer aufgrund der schweren Arbeitsbedingungen krank wurde, musste mit Entlassung rechnen. Wir haben uns wie Sklaven gefühlt, sagte eine rumänische Arbeiterin, die sich erhofft hatte, in Deutschland so etwas, ja, wie ein neues Leben beginnen zu können. Diejenige, die das alles recherchiert hat und aufgeschrieben hat, heißt Martina Radke, Chefreporterin der Ostsee-Zeitung. Sie hat Menschen eine Stimme gegeben, die schon aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse dem frühkapitalistischen System von Hire and Fire nahezu hilflos ausgeliefert sind. Dass einige von ihnen trotzdem vor Gericht ihre Rechte einfordern, dass die Politik, wie wir es gesehen haben, auf Landes- und auf Bundesebene auch aufmerksam geworden ist, dass Amazon eine Überprüfung zumindest angekündigt hat, das ist auch ihrer hartnäckigen Berichterstattung zu verdanken, mit der sie in mehreren Artikeln am Thema dran geblieben ist. Martina Radke war auch so fair, in einer Reportage zu zeigen, dass bei aller Schwere der Arbeit und bei allen Kritikpunkten, die man an Amazon grundsätzlich anbringen kann, nicht alle Subunternehmen Menschen auch ausbeuten. Angesichts des ungehemmten Expansionsdranges von Amazon eine gute Nachricht, denn eines ist ja auch klar, gerade in strukturschwachen Gegenden wie in Mecklenburg-Vorpommern kommt man um den Online-Riesen als Arbeitgeber und als Lieferanten zumindest zurzeit noch kaum herum. Martina Radkes Artikelserie ist ein feines und gelungenes Beispiel dafür, was Lokal- und Regionaljournalismus immer noch zu leisten vermag. In Zeiten, in denen alle Zeitungen gedruckt und digital um Leser, um Anzeigenkunden und um ein funktionierendes Geschäftsmodell kämpfen müssen, in Zeiten, in denen viele Blätter vom journalistischen, vom publizistischen Burnout bedroht sind, beweist die Ostsee-Zeitung etwas, das eben nicht mehr selbstverständlich ist, nämlich, dass der Wille und die journalistische Womanpower da sind, gegen Ungerechtigkeiten und gegen Missstände anzuschreiben. Auch wenn die Betroffenen dieser Ungerechtigkeiten nicht einmal Leser des Blattes oder des Online-Auftrittes sind und das auch vermutlich nie sein werden. Die Wächterfunktion der Presse, oft in Sonntagsreden beschworen, oft nur stiefmütterlich behandelt im Angesicht wirtschaftlicher Probleme, hier wird sie wirklich erfüllt und wir hoffen, dass ja auch durch die angekündigten Sparrunden, die der Matzak Verlag just in dieser Woche angekündigt hat, dies nicht beeinträchtigt werden wird in Zukunft. Lob, Preis und Dank von uns also für Martina Radke von der Ostsee-Zeitung und herzlichen Glückwunsch. Martina Radke. Ja, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, Martina Radke. Wir haben von dem Film gehört, dass eine Alltagsbeobachtung am Beginn ihrer Recherche stand. Wir kennen ja alle die Situation, da steht der Paketzusteller vor der Tür und der kann sich aber oft auch nicht richtig verständigen. Das heißt, da sind in Ihrem Fall viele Menschen aus Osteuropa nach Deutschland gelockt worden mit Versprechungen auf guten Lohn in Deutschland. Aber deren mangelnde Sprachkenntnisse, die hat man offenbar benutzt, um sie regelrecht auszubeuten, oder? Das ist ein Eindruck, der sich im Zuge der Recherche tatsächlich verfestigt hat. Fast Dispatch Logistics hat alleine in Mecklenburg-Vorpommern 30 bis 40 Osteuropäer beschäftigt, hatte aber auch noch Dependancen in Baden-Württemberg, in Berlin und Brandenburg. Ich habe mit Bulgaren in Rostock gesprochen und mit Rumänen in Neubrandenburg, die unabhängig voneinander von ähnlichen Problemen berichteten. Und das ließ vermuten, dass sich da also dahinter eine Systematik verbirgt. Die Menschen sind mit über Social-Media-Kanäle, mit muttersprachlichen Anzeigen in ihren Heimatländern nach Deutschland gelockt worden. Und hier sind sie auf ein
offensichtlich auf ein System offensichtlich willkürlicher und intransparenter Arbeitsbedingungen gestoßen. Sie hatten keine Möglichkeit, irgendwo in ihrer Muttersprache auch einen Ansprechpartner zu haben, der ihnen hilft bei der Lösung von Problemen. Mhm. Und hinzu kam auch noch, dass diese Zusteller auch keine Vorstellung hatten vom Funktionieren des deutschen Rechtssystems, also nicht wussten, wie sie ihr Lohn einfordern oder auch einklagen können. Und was Sie über diese Arbeitsbedingungen und auch über die Löhne herausgefunden haben, auch im Kontakt mit diesen Menschen, das war ja sehr haarsträubend. Was haben die Ihnen unter anderem erzählt? Genau, also erstmal ging es darum, Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, das ist so das wichtigste Gut, was man als Journalismus dann auch haben muss, um damit die Leute erzählen. Also es gab, ich glaube, so fünf große Kritikpunkte, die sich überall dann wieder auch zeigten, ne? Zum einen also war ein Lohn versprochen worden von 12 Euro brutto pro Stunde. Sie mussten aber dann Überstunden leisten, die unbezahlt blieben. Zum Beispiel wurden Mitarbeiter aufgefordert, ihre Tourenscanner auszuschalten, wenn also die reguläre Arbeitszeit zu Ende war. Das heißt also, sie mussten die Touren dann fortsetzen und die Pakete unregistriert ablegen. Dann gab es diese als Schadensersatz deklarierten dubiosen Abzüge auf den Lohnzetteln, die also haarsträubend waren, so das hatte ich ja im Filmbeitrag erzählt, sodass also nur wenige 100 Euro dann Nettolohn übrig blieben und den Menschen wurde nicht erklärt, warum sie also diese Schadensersatzforderungen zahlen sollten. Ein Fall hat mich besonders berührt, das war ein bulgarischer Familienvater, der samt Familie aus Bulgarien hierher gekommen ist, um ein neues Leben zu beginnen. Dem wurde fristlos gekündigt während einer Krankheit. Der hatte in Bulgarien alles aufgegeben und kam dann hier an und stand dann auf einmal nach 2 Monaten vor dem Nichts, weil er keine Arbeit hatte. Ja, hinzu kamen dann diese Mietgeschichten. Wir waren ja dann auch in der Wohnung und haben uns dort umgesehen. Das war eine normale Plattenbauwohnung von 60 Quadratmetern. Die Nachbarn bezahlten 450 Euro für die Gesamtwohnung und in der Plattenbauwohnung der Zusteller lebten also 4 Zusteller, von denen jeweils, also jeder 300 Euro zahlen musste, also 1200 Euro insgesamt Mieteinnahmen, das muss man sich mal vorstellen. Also da wurden die Menschen nochmal zusätzlich doppelt abgezockt. Wie hat dann Amazon auf Ihre Artikel reagiert? Also ich hatte Amazon dann konfrontiert mit den Rechercheergebnissen und die haben auch immer wieder betont, dass sie auf die Einhaltung der Arbeitsrechtsstandards drängen und das auch permanent überprüfen würden. Sie haben dann tatsächlich auch eine Prüfung eingeleitet. Im Zuge dessen wurde also eine Mitarbeiter-App eingeführt, bei der dann die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten auch selbstständig registrieren könnten. Und es gab auch bulgarisch und rumänisch sprechende Ansprechpartner. Das große Problem aber war, dass Amazon ja diese Verwerfungen in dem System nicht selbstständig erkannt hat, sondern dieser Druck von außen kommen musste, um also diese Änderungen auch herbeizuführen. Und ich denke, dass gerade diese großen international agierenden Konzerne wie Fast Dispatch Logistics diesen Spielraum, den es dort gibt, dann auch für Missbrauch tatsächlich auch ausnutzen. Und Sie haben in einem Kommentar zu der ganzen Sache geschrieben, wir reden ja viel von fair produzierter Ware, wir sollten aber auch über fair gelieferte Ware sprechen. Was glauben Sie, wie kann man faire Bedingungen für diese Zusteller in Ihren Augen am besten schaffen? Also, ich denke, es muss gewährleistet sein, dass das, was in den Arbeitsverträgen steht, auch tatsächlich dann auch umgesetzt wird, ne? Das kann Amazon auf, machen, indem es also tatsächlich funktionierende Kontrollsysteme hat, um diese Subunternehmen auch tatsächlich zu kontrollieren. Oder, das wäre wahrscheinlich die einfachste und transparenteste Lösung, Amazon würde die Mitarbeiter direkt einstellen. Also aber die Subunternehmen würde man verbieten? Abschaffen. Subunternehmen rausnehmen aus der gesamten Lieferkette und direkt dann sozusagen dann die Mitarbeiter beschäftigen. Aber das hat Amazon immer wieder abgelehnt, dass sie das nicht vorhaben. Mhm. Allerdings sind ja inzwischen 2 dieser Subfirmen, die auch in Mecklenburg-Vorpommern tätig waren, die sind jetzt pleite gegangen. Glauben Sie, da gibt es einen Zusammenhang mit Ihrer Recherche? Also ich denke mal, das wäre vermessen jetzt zu sagen, dass meine Recherche die Unternehmen in die Pleite getrieben hat. Das glaube ich nicht. Na, also in der Vergangenheit hat das auch schon gegeben, dass also
Unternehmen, bei denen Probleme auftraten bei der Beschäftigung von Zustellern, die dann einfach vom Markt verschwanden. Amazon hat ja FTL gezwungen, sozialere Strukturen einzuführen. Man könnte jetzt vermuten, dass sich möglicherweise mit dann das Geschäftsmodell auch nicht mehr rechnet. Also wenn man noch zusätzliche Mitarbeiter einstellt, die also eine Kontrollfunktion haben, die also den Mitarbeitern an die Hand gegeben werden, ja, das ist zu vermuten. An Ihrer wirklich ausgezeichneten Recherche sieht man, wie wichtig der Lokaljournalismus bleibt, auch im digitalen Zeitalter. Wie schätzen Sie die Bedeutung heutzutage ein für den Lokaljournalismus? Also ich glaube, dem Lokal- und Regionaljournalismus kommt eine besondere Rolle zu, weil wir besonders nah dran sind an den Menschen und weil wir auch nah dran sind an den Konflikten. Und ich denke, dass wir Menschen aus verschiedenen sozialen Filterblasen zusammenführen können. Also Menschen, die gar nicht mehr miteinander kommunizieren, können wir durch unsere Themenauswahl in der Zeitung auch noch zusammenführen und zu einem Austausch bewegen, was ja heute immer seltener stattfindet. Befragungen zeigen ja auch, dass Lokalzeitungen mit das höchste Vertrauen genießen, also was Medien anbelangt. Und ich glaube, in den USA gab es auch Studien, die zeigen, dass dort, wo Lokaljournalismus wegbricht, weil die Zeitungen sich nicht mehr finanzieren können, der Kontrolldruck auf Firmen, auf Behörden und auch auf die Politik nachlässt und sich auch Entscheidungsprozesse in den Verwaltungen auch verlangsamen. Also deswegen denke ich, dass es umso wichtiger ist, dass wir als Lokalmedien auch den Wandel schaffen von den analogen Bezahlmodellen zu den digitalen. Ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank, Martina Radke. Danke.